Wie kann man sich das jetzt vorstellen, die Beziehung zwischen R-Variablen und den Arrays? Ich habe hier sowas mal hingeschrieben. Int, Klammer auf, Klammer zu, Vektor 1 gleich new int 8. Wenn ich sowas mache, wird Folgendes im Speicher getan. Für Vektor 1 als Array-Variable wird ein Speicherbereich angelegt, der es erlaubt, Adressen zu speichern. Und dann wird hier dieser Ausdruck ausgewertet. Hiermit werden 8 Variablen für Integerwerte erzeugt in einer Einheit und geliefert wird die Adresse dieser Einheit und die wird letztendlich dieser Array-Variablen zugewiesen. Und ich deute das im Folgenden immer dadurch an, dass ich hier dann einen Pfeil anführe von dieser Array-Variablen zu dem Array. Über diese Array-Variable kann jetzt, man nennt das indirekte Adressierung, auf diese einzelnen Elemente zugegriffen werden. Oder float, Klammer auf, Klammer zu, Vektor 2 gleich new float von 3, 2. Hiermit jetzt wird jetzt eine Array-Variable angelegt, die eine Adresse speichern kann. Und als Adresse wird zugewiesen die Adresse des hier erzeugten Arrays. Das heißt, hier wird ein Array erzeugt mit 3 Zeilen und 2 Spalten, hier mal angedeutet. Und die Adresse wird in Vektor 2 in diese Array-Variable geschrieben. Das heißt, Vektor 2 referenziert dieses Array. Über Vektor 2 kann ich hier auf die einzelnen Variablen zugreifen.